Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Also heute beschäftigen wir uns mit der Persönlichkeit von Aisha bint Abi Bakr und ihrer Rolle in der islamischen Gesellschaft. Die Streitfragen sind hier: Welche Rolle vertrat Aisha? Was sind ihre Besonderheiten in der Historik und welches Bild vertreten die Sunniten? Zuletzt beantworten wir die Frage: Welche Funktion besitzt ihre Stellung und was für eine Wirkung hat diese Funktion und inwiefern stellt diese Funktion einen gravierenden Indikator für den Hass und die Herabwürdigung von Ali ibn Abi Talib a.s. im Sunnitentum? Zuallererst schmeiße ich mal die Frage in die Runde: Wer sind die besten Frauen der Welten, auf die sich Sunniten als auch Schiiten einig sind? Asia, Mariam, Khadija und Fatima, der Friede sei auf ihnen. Ach, also alle Muslime zählen Sayyida Asia, die Frau von Pharao, die heilige Mutter Mariam, die Isa zur Welt brachte, Khadija, die ehrwürdige Frau des Propheten Muhammad, und seine Tochter Sayyida Fatima alaihum salam. Worauf wir den Fokus setzen, ist die Frau, die mit Aisha einen Berührungspunkt darstellt, also Khadija alaihis salam. Wir müssen an dieser Stelle verstehen, dass immer wieder erwähnte Persönlichkeiten, die zur frühislamischen Zeit lebten, im Islam für zwei Motive eine Berühmtheit und Bekanntheit erlangen. Das erste Motiv ist der Überschuss an guten Handlungen und das zweite Motiv ist der Überschuss an das schlechte Werk, also an schlechten Handlungen. Damit man mir folgen kann, führe ich hier einige Beispiele an. Die Umayyaden stellen seit Anbeginn der Risale, also der Herabsendung der Botschaft des Propheten, einen Gegenpol zum reinen Islam dar. Ja, der Stamm von Bani Umayya wurde also lediglich dafür bekannt, dass sie den Propheten und seine Religion bekämpft haben. Deswegen hat jeder schon mal von Abu Sufyan gehört, einer der größten Feinde des Propheten. Ohne seine Feindschaft am Islam würde keiner über ihn sprechen. Er wäre auf den Kanzeln der Muslime unbedeutsam. Es gäbe keinen Grund, ihn zu erwähnen. Auf der Gegenseite haben wir beispielsweise Gefährten wie Abu Talib ibn Abdul Muttalib, ja, welcher durch den Überschuss an seiner Loyalität und Rechtschaffenheit bekannt wurde. Er zog den Propheten Muhammad auf und unterstützte ihn bis zu seinem Tode. Hätte er diese Historik nicht, dann würden wir von Abu Talib gar nicht sprechen. Er zeichnete sich dadurch aus, dass er beispielhaft diese bedingungslose Loyalität zum Propheten spürte. Das bedeutet, hier erkennen wir wieder die fundamentale Regel des Islams: Al-Amru bil-Ma'ruf wal-Nahi anil-Munkar, das Gebieten des Guten und das Verwerfen des Schlechten. Je höher die Regel von einer islamisch-historischen Persönlichkeit angesetzt wurde, desto berühmter wurde diese Persönlichkeit. Das haben wir am Beispiel von Abu Talib erkannt. Das bedeutet also auch auf der Gegenseite, je niedriger dieses Gesetz von einer Persönlichkeit herabgestuft wurde, also wenn damals jemand vielmehr das Schlechte geboten hat und das Gute verworfen hat, je berühmter wurde diese Person durch diese Handlungen, wie wir das an der Historik der Umayyaden wie Abu Sufyan erkennen. Wenn wir diese Grundlage verinnerlichen, können wir ansatzweise verstehen, warum die vier Frauen als die besten Frauen der Menschheitsgeschichte hervorstechen. So, Asia beispielsweise war mit dem im Koran verfluchten Pharao verheiratet und trotzdem hat sie sich gegen ihn gestellt. Mariam a.s. wurde der Unzucht bezichtigt, weil sie das Wunder der Geburt von Jesus erlebte und trotz dessen blieb sie standhaft. Sie hat die Prüfung Gottes als eine schwangere Jungfrau mit Hingabe zu Gott bestanden. Sayyida Fatima a.s. war eine wissende Gelehrtin und stand mit ihrer Stimme gegen die Tyrannei und gegen die Korruption, bis sie ihren ungeborenen Sohn Mohsen a.s. verlor und ihre Rippen gebrochen wurden. Wir bleiben aber jetzt an dem Berührungspunkt von Aisha, Khadija a.s. Ich sage hier Berührungspunkt, weil sie wie Khadija eine Ehefrau des Propheten war. Ja, Sayyida Khadija war die erste Frau des Propheten und bis zu ihrem Ableben seine einzige. Also er hat während dieser Ehe mit Khadija keine andere Frau geheiratet. Sie galt mit Abu Talib als einer der wenigen, die ihm bei seiner Verkündung in jeglicher Hinsicht beistanden. Ihre Historik ist gefüllt und würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen. Deswegen kürze ich es mit einem Hadith, der zur ersten Frage dieser Präsentation überleitet. Jedes Mal, wenn wir die Sunniten fragen, wer die beste Frau des Propheten war, ist die erste Frau, die ihnen in den Sinn kommt, Aisha bint Abi Bakr. Obwohl Khadijas Geschichte mit ihrem vorzüglichen Charakter und ihrer Auszeichnung als einer der besten Frauen der Menschheit in ihren eigenen Quellen ein unvergleichbares Bild aufwirft. Wenn wir die Sunniten fragen, warum Aisha diese
übertriebene Stellung bei ihnen genießt, kommt immer wieder die Antwort, ja, sie ist die Frau des Propheten und Allah hat sie im Koran als Mutter der Gläubigen betitelt. Also zuallererst ist die Ehe an sich mit dem Propheten kein bedingungsloser Vorzug, denn eine schlechte Frau kann den Propheten heiraten und Allah selbst hat ein Gleichnis in Sura 66, Sura Tahrim, Vers 10, für diejenigen, die ungläubig sind, geworfen, indem er sagt, dass obwohl die Ehefrauen von Nuh und Lot a.s. mit ihnen verheiratet waren, sie trotzdem verräterisch handelten. Das bedeutet, dass die bloße Ehe mit einem Propheten die Ehefrauen sie nicht vorzüglicher machen. Warum auch? Schützt die Ehe einen Menschen vor Verrat und Hinterlistigkeit? Aber was ist jetzt mit dem Titel als eine Mutter der Gläubigen? Die Mutter ist doch ein Symbol für Warmherzigkeit, Liebe und Vertrauen. Die Antwort: legt nicht die Verse Allahs so aus, wie sie euch passen. Weil der Titel Mutter der Gläubigen wurde einzig und allein so im Vers verwendet, weil den Ehefrauen des Propheten verboten wurde, nach ihm zu heiraten. Genauso wie es dem Gläubigen verboten wurde, seine eigene Mutter zu heiraten. Der Titel als Mutter bedeutet also hier, dass den Gläubigen verboten wurde, speziell diese Ehefrauen zu heiraten, wie auch für den Gläubigen verboten wurde, seine eigene Mutter zu heiraten. Also ich zitiere nun einen Großgelehrten bei denen, Ibn Hajar, was den Titel betrifft. Er sagt, es bedeutet Mutter in Form des Respekts und des Verbots für die Gläubigen, sie verehelichen zu dürfen. Fethul Bari, das ist sein Buch, Band 1, Seite 17. Also er hat hier noch dazu hinzugefügt, dass dieser Titel eine Respektform bedeutet und fügt dazu die richtige Erklärung hinzu. Aber wenn wir die weiteren Exegesen hierzu lesen, erkennen wir, dass von der Respektform keine Spur ist. Wir schlagen auf Dur al-Manthur, Band 5, Seite 183. Ja, das ist ein Werk vom sunnitischen Großgelehrten As-Suyuti. Qutada, das ist einer von den Salaf, ein sehr großer Name bei den Salaf, dass er sagte, sie sind ihre Mütter, bedeutet im Verbot. Es ist für den Gläubigen nicht erlaubt, einer der Frauen des Propheten zu heiraten, weder in seinen Lebzeiten, bei einer Scheidung, noch nach seinem Ableben. Es ist für den Gläubigen so verboten, wie die Verehelichung mit der eigenen Mutter. Also was Witzige ist, wisst ihr noch, als diese eine Sunnitin in unseren Räumen kam und als wir über Aishas wahres Gesicht in ihren Quellen geredet haben und sie dann sagte, wie könnt ihr über unsere Mutter so sprechen? Die Ironie ist hier, dass es kein Sunnit sagte, sondern eine Sunnitin. Und wie wir gesehen haben, ist der Titel Mutter nicht an Frauen gerichtet, sondern an Männer. Und das sagt Aisha selbst, also auf derselben Seite, die ich genannt habe, in derselben Quelle, sagt Aisha, als eine Frau zu ihr kam und meinte, O Mutter, sie meinte zu ihr, O Mutter. Ja, daraufhin hat der Aisha geantwortet, Ana umrijalikum, walastu umnisaakum. Ich bin die Mutter eurer Männer und nicht die eurer Frauen. Das heißt, wenn das nächste Mal eine Sunnitin kommt und euch sagt, wie kannst du meine Mama Aisha so erniedrigen? Erstmal ist das nicht deine Mama, sondern die Mama deiner männlichen Glaubensgeschwister. Also gehorche Aisha und nenn sie nicht Mutter, denn sie selbst hat es für dich ja verboten. Ne? Sie hat es für dich verneint. Also wir sehen erstmal, dass die Sunniten selbst Aishas Rang nicht mal belegen können. Sie können höchstens mit diesen Bollywood-Ahadith kommen, wo sie mit dem Propheten ein Wettrennen gemacht hat oder mit Überlieferung, wo Aisha sagt, dass der Prophet an der Stelle vom Glas getrunken hat, an der sie getrunken hat. Und wir Iraker, wir benutzen für solche Geschichten immer so ein Wort, ne? Wir nennen das Film-Hindi. Also einfach Bollywood-Stories, die nichts über Aishas Stellung bei ihnen aussagen. Vielleicht kann sich der Bruder Jafar erinnern, als wir das letzte Mal mit dem einen Habashi-Sunniten diskutiert haben, ne? Da hat er einen Hadith gebracht, in der der Prophet gesagt haben soll, nehmt die Hälfte eurer Religion von Aisha. خذوا نصف دينكم من الحميرة. Wenn wir uns das mal anschauen, also nimmt die Hälfte eurer Religion von Aisha. Inhaltlich ergibt dieser Hadith keinen Sinn, weil woher soll man wissen, welche Hälfte gemeint ist? Yani was, wenn ich die Hälfte nehme, wo sie auffordert, Osman zu töten? Würde ich dann auch Osman hassen? Wir merken, dass dieser Hadith erstmal textlich, also vom Metin her, keinen Sinn ergibt und sehr undeutlich ist, was zur Hälfte gehören soll und was nicht. Weil was, wenn ich jetzt von der einen Hälfte nehme, die ich verwerfen sollte? Und wenn wir zur Realität zurückkehren und sehen, wie die Sunniten mit Aisha umgehen, dann sehen wir, die nehmen nicht die Hälfte der Religion von Aisha. Wo ist die andere Hälfte, die von Sunniten bei Aisha abgelehnt wird? Ich will sehen, welche andere Hälfte habt ihr von Aisha abgelehnt? Ich habe das untersucht, ich habe geschaut, wo gibt es diesen Hadith, wer hat ihn überliefert und ich habe mir die Einstufungen angeschaut. Dieser Hadith hat keine Kette. Fihi al-Hafidh ibn Hajar,
لا أعرف له إسنادا ولا رأيت فيه شيئا من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير، ولم يذكر من خرجه. وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير إنه سأل المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. Also Ibn Hajar sagt, ich kenne dafür keine Kette und ich habe dazu in den Büchern der Überlieferung nichts gefunden, außer in Nihaya von Ibn Athir. Und er erwähnte nicht, von wem er diese Überlieferung hat. Und Ibn Kathir sagte, dass er Al-Mizzi und Al-Dhahabi darüber befragte und sie selbst wussten nichts davon. Jetzt könnte ein Sunnit kommen und sagen, ja, okay, du Rafidi, wir haben aber auch eine Überlieferung, die sich Hadith Al-Tharib nennt, die sogar in Sahih al-Bukhari und Muslim zu finden ist, wo der Prophet über Aisha sagte, der Vorzug von Aisha über die Frauen ist wie der Vorzug der Suppe über das Rest des Essens. Wenn man hier annimmt, dass dieser Vergleich mit der Suppe Aisha zu den besten Frauen der Welt gehören soll, dann ist das ein klarer Widerspruch zu den Überlieferungen über Khadija a.s. Was wir jetzt machen, ist, wir vergleichen die Überlieferung über Khadija a.s. und über Aisha und wir schauen, was stärker von beiden ist. Es wird in Sahih al-Bukhari Hadith 3820 überliefert. Der Erzengel Gibrail ging zum Propheten und sagte, O Gesandter Gottes, das ist Khadija, die zu dir mit einer Beilage kommt. Daher, wenn sie auf dich trifft, so rezitiere ihr den Friedensgruß von ihrem Herrn und von mir und verkünde ihr frohe Botschaft mit einem Haus im Paradies. Ja, da können die Sunniten so oft, wie sie wollen, Aisha mit einem Köftespieß, Sujuk-Pizza oder ein Krabbenburger vergleichen. Unsere Herrin Khadija a.s. wurde von Allah selbst durch die Offenbarung, also durch den Wahi, ja, von Gabriel gepriesen. Es gibt natürlich weitere Überlieferungen über die Vorzüge von Aisha, die sind aber erstmal unwichtig, da es Überlieferungen sind, die nicht vom Propheten stammen, die sich sogar untereinander widersprechen. Ein Grund, warum ich sage, was anderweitige Salaf sagen, ist unwichtig, ist, dass Aisha selbst zugegeben hat, dass sie auf Khadija a.s. eifersüchtig war. Dazu lesen wir das Geständnis von Aisha. Ihr könnt mit mir aufschlagen, falls ihr wollt, nesunna.com. Sahih Muslim, Hadith 2435. Also ich wiederhole 2435. Ma ghirtu lil Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin min nisa'i. Ma ghirtu ala Khadija li kathrati dhikrihi iyaha wa ma ra'aytaha qat. Aisha sagt hier, ich war nie eifersüchtig auf die Ehefrauen des Propheten, wie ich es bei Khadija war, aufgrund seinen mehrmaligen Erinnerungen an sie, obwohl ich sie nie gesehen habe. Dann, wenn die doch die beste Ehefrau war und die Lieblingsfrau des Propheten, warum erwähnte der Prophet Khadija a.s. in der Anwesenheit von Aisha? Und wenn doch Aisha die bessere Frau ist und die Wissendste, wieso wurde sie auf Khadija eifersüchtig? Wenn sie ja so wissend ist, hätte sie ja wissen müssen, dass sie bessere Stellung genießt. Und das hätte sie gar nicht stören sollen. Also aus diesen ganzen Punkten heraus stellt sich eine berechtigte und interessante Frage. Warum wird Aisha auf den sunnitischen Kanzeln so hoch gepriesen? Warum genießt sie im Sunnitentum so eine hohe Stellung? Wenn doch die sunnitischen Berichte selbst bezeugen, dass es eine bessere Ehefrau gab, die mit dem Propheten verheiratet war, die sogar von Allah und seinem Erzengel gepriesen wurden. Sayyida Khadija a.s. hat es doch aus sunnitischen als auch aus schiitischen Quellen eher und begründeter verdient, geehrt zu werden. Ich möchte an dieser Stelle gerne an unserem ersten Punkt erinnern, ja, den wir festgehalten haben. Wir haben ja erkannt, dass bekannte und immer wieder erwähnte Personen in der islamischen Historik ihre Bekanntheit durch zwei Motive erreicht haben. Entweder weisen sie ein hohes Maß an guten Taten oder ein hohes Maß an schlechten Taten auf. Treten beide Motive nicht ein, so geraten diese Personen im Hintergrund und in Vergessenheit. Was ist der Grund laut Sunniten, warum Aisha auf so einer übertriebenen Art und Weise verehrt wird? Was ist der Grund dafür, dass über Aisha Überlieferungen erfunden wurden? Nimmt die Hälfte eurer Religion von Aisha. Wenn ihre Historik doch so gefüllt ist mit guten Werken, warum hat man es für nötig gehalten, Aisha unberechtigt und unbegründet über Khadija zu stellen, ohne zu nennen, durch welche Taten Aisha sich diese Stellung verdiente? Ja, stattdessen hat man sogar die Bedeutung eines rein gesetzgebenden Titels wie Mutter der Gläubigen im Koran so verfälscht,
dass die armen Sunniten drauf reingefallen sind und denken, das sei irgendein Titel der Ehrwürdigung und Auszeichnung. Die Antwort ist ganz simpel. Die unberechtigte Erhöhung von Aisha, welche keinen eindeutigen Beleg in den sunnitischen Referenzen innehaben, diente einzig und allein der systematischen Herabwürdigung und Erniedrigung der Stellung vom Fürsten der Gläubigen Ali ibn Abi Talib a.s. Die Fitra des Menschen, ja die Anlage eines Menschen, unterscheidet bei moralischen Fragen immer zwischen Gut und Böse. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil das heißt, wir können Täter und Opfer, Schuldzuweisungen zwischen schuldig und unschuldig, nicht in einem Topf der Ungerechtigkeit packen. Und genau diese Fitra des Menschen haben sich die sunnitisch-historischen Geschichtsschreiber zunutze gemacht. Als man gesehen hat, dass die Stellung von Ali ibn Abi Talib unanfechtbar ist. Was war also notwendig, um den Hass auf Imam Ali doch noch zu legitimieren? Sie haben die historische Figur gesucht, die einen Berührungspunkt mit dem Propheten hat und dazu mit Imam Ali a.s. so verfeindet ist, dass diese Figur sich nicht davor scheute, gegen ihn eine Schlacht herbeizuführen. Und diese Figur war Aisha bint Abi Bakr. Die Rolle von Aisha fungiert bis heute noch als ein Indikator des Hasses auf Ali ibn Abi Talib. Ihre unberechtigte Erhöhung und Lobpreisung vermittelt den Sunniten unterschwellig, dass es gar nicht so schlimm sein muss, dass man Imam Ali a.s. hasst. Ich meine, wenn die Mutter der Gläubigen und die Hälfte der Religion und die mit der Prophet ein Wettrennen gemacht hat, Ali a.s. gehasst hat, dann ist es doch gar nicht so eine Sünde, Ali a.s. zu hassen. Ich will kurz erklären, warum ich sagte, dass die Salaf, die Umayyaden und die sunnitischen Historiker diese Indoktrination gut hinbekommen haben. Die Sunniten wachsen in Haushältern und Moscheen auf, wo ständig über Aishas Vorzügen gesprochen wird, wo Überlieferungen, die ihren Verrat entlarven, unter den Teppich gekehrt werden. Denn wenn dieser Sunnit dann geschockt ist, wenn wir ihm die Einzelheiten der Kamelschlacht aufzeigen oder wenn wir ihn mit Irrlehren und Lügen von Aisha konfrontieren, dann brauchen wir uns gar nicht darüber zu wundern, weil diese armen Seelen mit psychologischen Mitteln dazu indoktriniert wurden, ja, eine Aisha als eine rechtschaffene Frau zu verabsolutieren. Ich sagte ja, dass die Fitra des Menschen im Sunnitentum seine Bedeutung verliert. Die Frage ist, weiß man jetzt, woran man das erkennt? Wie oft haben wir es privat oder sogar hier in unseren Räumen erlebt, dass wenn Sunniten mit dem wahren Gesicht von Aisha konfrontiert werden, sie sofort versuchen, Ausreden und Rechtfertigungen für sie einzulegen. Wenn wir denen zeigen, dass beispielsweise Aisha in der Kamelschlacht gegen Imam Ali a.s. zog, dann sagten sie jedes Mal, ach, das war ein Konflikt unter ihnen, sie sind alle im Paradies und wir sollten nicht darüber sprechen. Und selbst nachdem wir ihnen zeigen, dass das Blut von tausenden Sahaba an Aishas Händen klebte, selbst nachdem wir ihnen zeigen, dass Aisha in dieser Schlacht wie eine Cheerleaderin ihre Truppen zum Kampf anfeuerte, sagten sie alle, es war ein Fehler von ihr, aber sie war die Frau des Propheten, ja, redet nicht über sie. Und genau diese widersprüchlichen und bodenlosen Rechtfertigungen sind ein Hinweis dafür, dass diese betroffene Person sich in einer starren Entwicklungsstufe befindet, ja, in der die Instanzen zwischen Gut und Böse vermischt werden. Denn die Wahrnehmung eines Verbrechens ist aus ihren Gesichtspunkten gestört. Sie können Aisha als Verbrecherin und Mörderin nicht mehr erkennen. Genauso wie ihre Truppen in der Kamelschlacht die Exkremente ihres Kamels nicht mehr als Kamelkot erkannt haben, sondern als wohlriechenden Hund damit. Dieses Problem müssen wir erkennen und damit auch unseren Umgang mit diesen Menschen so einstellen.